So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Bevor man auf die Aktienkurse kommt, zu sprechen kommt, würde ich nur kurz etwas zu dem Putsch sagen. Es ist wirklich sehr seltsam, dass es genau um 22 Uhr losgetreten worden ist, nach US-Börsenschluss. Zwar sind die US-Futures sind danach noch gehandelt worden und da gab es auch einen kleinen Rutsch und natürlich im Edel- und im also Edelmetallbereich, im Gold und Silber gab es natürlich dann weitere Erholungen. Wie man danach eben aus den Zeitungsberichten entnehmen konnte, war das wirklich alles recht seltsam. Deswegen Blick auf die neue Woche wird natürlich sehr schwierig ohne Indikation, es ist eben 21:40 Uhr. Deswegen auch nur sehr kurz wird der Ausblick sein. Es geht hauptsächlich auch darum, nochmals ja, auf die aktuell laufenden Setups bzw. auf den Rückblick zu sprechen kommen. Und klar, einen kleinen Ausblick wird es auch natürlich geben. Aber es sind ja viele Setups aufgegangen. Deswegen sind kaum eine mehr am Laufen gewesen. Deswegen kann es eigentlich relativ, oder ja, ist eigentlich relativ egal, wie der Markt eben am Montag eröffnet. Interessant wird es natürlich schon sein, wie die Märkte dann auch im Laufe des Tages reagieren werden. Aber kommen wir eben jetzt zum DAX. Hier im Wochenchart kam er genau an die Oberkante des Rainbows und darüber hinaus ist er nicht gegangen und hier ist ganz klar natürlich ein Wochenschlusskurs darüber, der kann dann der wahrscheinlich auch direkt schon hier oben dann stattfinden, aber ein Wochenschlusskurs wäre ein Kaufsignal, das größere Kaufsignal ist jetzt weiter hier oben. Alles, was hier im unteren Bereich ist, muss man in den unteren Zeitebenen schauen, dann kann man, denke ich, auch einige kleinere Shorts vielleicht eingehen. Dazu habe ich eben noch die Allianz-Aktie mit vorgestellt als neuen Wert. Der ist hier an der ja, 130er Marke abgeprallt. Ein Gap Close fand hier definitiv nicht statt, das große hier, das große Gap. Und wenn man hier nur diesen, ja, das Schwergewicht sieht, darf es hier ruhig nochmal ja, einige Euros nach unten gehen. Aber kommen wir nochmal hier zum DAX. Diese ganzen, wie man hier auch grau unterlegt, sind letzte Woche abgearbeitet worden. Weitere Kursziele im Chart gab es nicht. Hier habe ich mal einmal erwähnt im Video, dass halt das nächste Kursziel 10.144 sein kann. Aber wie gesagt, waren auch keine Pfeile nach oben. Für mich war hier erstmal der DAX fertig. Des Weiteren eben bei Brent habe ich das den Pfeil noch hier drin gelassen, der ist ja schief gegangen, aber eben hier die Unterstützung wurde eben nochmal angelaufen, die hielt perfekt. Und hier dürfte dann, wenn man hier den Kursverlauf sieht, ein Schlusskurs über dem Rainbow und dürfte ein Kaufsignal sein. Deswegen ist das in der nächsten Woche interessant. Australischer oder kanadischer Dollar, na, was soll man sagen? Fast hier im Hoch. Wie gesagt, die Pfeile bleiben in der Analyse so stehen. Exakt hier runter dürfte sich eben hier, gab es ja schon eine kleine Erholung, dürfte hier noch weiter sich erholen. Wenn man das jetzt hier vielleicht schon, wie gesagt, jetzt bewege ich den Kürzel anders sieht, dann war das hier die Erholung und genau wieder, also die Korrektur, die Erholung. Und jetzt kann es direkt auch ein neues Tief folgen. Also so kann es genauso jetzt schon sein oder noch eine kleinere Erholung. Aber wie gesagt, perfekter kann man es eigentlich nicht zeichnen im Vorfeld. Hier das Kursziel, aber da gab es eben keinen Einstieg, deswegen habe ich es jetzt auch hier nicht gelöscht. Weil ich natürlich nicht nur die perfekten Setups zeigen will, sondern einfach die Analysemethodik bzw. eben die Szenarien. Aber hier das Kursziel von 106 erreicht und davon ist er dann wieder abgeprallt. Euro-Pfund, das schauen wir hier auch mal in 15 Minuten eventuell an. Hier genau 20 Uhr, 22:15 Uhr.
Und dann ging es fast senkrecht nach unten, nachdem hier zweimal idealerweise das jetzt hier gedreht hat, jedes Mal darauf hingewiesen. Und im Hoch wurden hier schon, ja, jetzt wirklich im Tief und im Hoch, ja, 115, ein bisschen mehr als 150, also 100 Pips konnten hier verdient werden. Hier ist nochmal der DAX, da wird man hier im Stunde, hier hat sich ein Gap ereignet damals. Das Gap ist noch offen, also könnte man hier mal direkt am Montag Richtung Gap-Unterkante den Ausblick richten. Der Hang Seng, Kaufsignal, hier wurde schon Kaufsignal, Kauflimit, Kaufsignal auch. Hier gab es dann eine an einer Widerstandslinie. Doji, deswegen dürfte es hier nach unten sein. Wie gesagt, am Montag oder Dienstag gibt es da ein neues Szenario. Pro7 Kursziel so gut wie erreicht, aber da wurde auch in den Videos schon Teilgewinnmitnahmen jedes Mal erwähnt, dass man das definitiv tätigen soll. Deswegen kann da auch nichts mehr passieren. Dieses Setup ging hier relativ schnell im Nikkei und Borussia Dortmund. Die Wochenkerze gefällt mir jetzt. Wie gesagt, da gab es in der letzten Woche kaum Bewegung und jetzt gefällt mir das wieder. Die Metro hat hier nach dem Kaufsignal, wäre frühester Einstieg hier gewesen, das Kursziel nahezu, beziehungsweise die Gap-Kante, das habe ich auch im Video schon mal erwähnt, nahezu exakt hier erreicht. Das war auch hier der Pfeil. Deswegen verschwindet jetzt auch hier die Metro-Aktie, finde ich jetzt nicht mehr interessant. Was weiter auf der Watchliste ist, ist hier die Facebook-Aktie. Da gefällt mir jetzt die Wochenkerze. Eventuell kann das jetzt hier sich wirklich nach unten ausdehnen. Und wie gesagt, hier ist auch extrem wichtig, was die Zahlen machen. Kommen wir noch zum Schluss zur Merck-Aktie. Wer die Videos gesehen hat, immer wieder darauf betont, diese Marke ist gültig auf Wochenschluss und tatsächlich hat die das jetzt nicht auf Wochenschluss geschafft, sondern eine Umkehrkerze hier formiert. Also ist das Setup jetzt hier gestorben. Auf Wochensicht, wenn man es jetzt hier auch vergrößert, genau, kann jeder sehen, ist die Kerze nicht über dieser Linie und somit auch nicht aktivieren. Ich lasse die mal drin. Die RWE-Aktie hat mit 16,50 fast das Kursziel erreicht. Und darf jetzt wieder Richtung, ja, 13,50, 14 Euro nach unten tendieren. Allianz ist neu, die BMW war noch eine Aktie. Da wurde ausnahmsweise mal Dings hier geändert. Das ging hier, der Pfad ging nur bis hier hoch, dann hier runter, noch das Kürzel bleibt. Deswegen habe ich es eben in der laufenden Woche geändert, weil die Aufwärtsbewegung fand schon größer statt. Hier darf es jetzt nochmal ein Rücklauf kommen. Das wird definitiv interessant, da bleibe ich am Ball und sieht gut aus, dass man trotz den ganzen Unruhen etc., was hier mit der BMW-Aktie noch Geld verdienen kann. Das war's, danke fürs Zuhören und bis Montag.